Aber da kommt er schon. Vielleicht kann ich ihn von hier jetzt treffen, wenn ich... Ich muss mal gucken, welche Flugbahn der Pfeil hat. Ja, ich habe ihn getroffen. Haha. Während er noch in der Luft ist. Hoffentlich verhindert das jetzt nicht irgendwelche Bugs. Dr. Malcolm. Dr. Malcolm. Sind Sie hier, mit meinem Onkel alte Lagerfeuergeschichten auszutauschen? Sie können der Washington Post und dem Rest der Welt einreden, was Sie wollen, aber ich war dabei, ich weiß, was passiert ist und Sie wissen es auch. Glauben Sie wirklich, dass jeder, der sich für Diskretion entscheidet, dies nur aus niederen Motiven tut? Auch Lex und Tim? Kommen Sie, lassen Sie sie da raus. Das ist kein Spiel. Allerdings, vor Ihrem Besuch auf der Insel haben Sie einen Vertrag unterschrieben, der Ihnen ausdrücklich verbot, über das Geschehene zu reden. Sie haben gegen diese Vereinbarung verstoßen. Und damit Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Wir sind gerade dabei, die Mission Feldtest abzuschließen. Und diese Mission, die ist die Sicherheitsmission auf Isla Pena. Wenn wir diese Mission erfolgreich abschließen, dann erhalten wir Zugriff auf den Giganotosaurus. Und ich glaube, das ist eine Deluxe-Fossilie tatsächlich. Das heißt, wir sind hier gerade kurz davor, einen wichtigen Abschluss hinzukriegen. Wir werden jetzt gleich Dinosaurier zurückbekommen. In der letzten Folge haben wir schon einen T-Rex verschickt, einen Metriacanthosaurus und einen Ceratosaurus. Die kommen hier gleich wieder an. Und dann werden die krank sein. Dann müssen wir die wieder hochpäppeln auf jeden Fall. Und das wird ziemlich interessant. Ich hoffe, es kommt kein Sturm. In der letzten Folge hatten wir schon einen Sturm. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir hier an der Stelle jetzt keinen weiteren Sturm erwarten müssen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Und ja, wir werden es sehen. Wir werden sehen, was passieren wird. Gleich kriegen wir die Dinosaurier zurück. Gleich kommt die Nachricht. Und ja, sind sie bereit, T-Rex anzunehmen, zu transportieren? Ja, den transportieren wir. Genau, und da kommt gleich die Nachricht, Krankheit eingedämmt. Der ist jetzt nämlich krank. Die Mission habe ich schon mal im Livestream ausprobiert. Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Das müssen wir jetzt schnell noch machen. So. Machen wir das mal schnell mit zwei Ranger-Teams. Und ein Ranger-Team... Oh, hier ist noch was zu reparieren. Ein Ranger-Team wird dann direkt die Dinosaurier heilen, wenn sie ankommen. Und zwar wird das dieses Ranger-Team sein. Das lenken wir jetzt einfach mal in das Gehege vom T-Rex rein. Ist ja auch hier direkt das Tor. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Das kann nur der Bronto sein. So. Schießen direkt. Da kommt er auf uns zu. Medizin verabreicht. Alter! Wenn der so krass schnell da an einem vorbeirauscht. Medizin wird verabreicht. Und jawohl! Da haben wir das schon mal abgehakt. Wunderschön. Heilen Sie den Dinosaurier. Und jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Genau, Reparatur wurde hier durchgeführt. Dann haben wir hier Dinosaurier ausgebrütet. Genau, zwei Brontos. Die lassen wir mal direkt raus. Dann haben nämlich die Brontos jetzt hier auch ihren Sozialstatus, den sie brauchen. Und dann sinkt auch die Geborgenheit nicht mehr weiter. Lassen Sie einen Metriacanthosaurus mit Härte der Zähne-Modifikationen frei. Ja, können wir mal machen. Können wir mal annehmen. Jetzt will ich auf jeden Fall noch einen der Diplos verkaufen. Ich glaube... Oder nee, die lassen wir einfach mal drin, oder? Die lassen wir einfach drin im Gehege, solange bis sie tot sind. Das ist, glaube ich, auch okay. Das passt. Sind denn die anderen Anforderungen ans Gehege korrekt für den Pronto? Ja, alles gut. Gleich müsste hier auch das Soziale wieder entsprechend ein bisschen springen. Ja, jetzt geht es ihnen gut. Jetzt haben sie genügend Artgenossen. Perfekt. Und dem T-Rex geht es auch gut, wie ich sehe. Der muss jetzt nur noch mal fressen. Und dann hat er alles, was er braucht. Sind die hier jetzt am Auffüllen? Ja, sind sie. Okay.
Alles klar. Eine Futterstation muss, glaube ich, noch aufgefüllt werden, tatsächlich. Müssen wir mal schauen, dass die das hier erledigen. Aufgabe hinzufügen. Genau, die da hinten, die müssen wir noch auffüllen. Ganz wichtig, die ist nämlich, glaube ich, auch schon am zur Neige gehen. Ceratosaurus wird an ihren Park geliefert. Sind sie bereit, ihn zu transportieren? Jawohl, sind wir. Der kommt, glaube ich, nicht krank zurück. Ich glaube, eins der Tiere kam nicht krank. Genau, der braucht nur Nahrung und Wasser, das ist okay. Und dann kam, glaube ich, noch der Metriacanto, der hatte wieder eine Krankheit gehabt. Da kann ich mich gut dran erinnern noch. Aus dem Livestream auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt mal sagen, warten wir mal einen Moment. Und ich würde sagen, wenn wir diese Mission hier erfolgreich abgeschlossen haben, die Feldtestmission, nehmen wir direkt danach im Anschluss gleich die Wissenschaftsmission an. Und ich glaube, da gab es auch nochmal irgendwie eine ganz wichtige Belohnung. Und natürlich sind diese ganzen Missionen, wenn wir die auf der einen Insel hier erfolgreich abschließen, die Voraussetzung für die Missionen auf der nächsten Insel, das heißt auch auf Isla Sorna. Und dort müssen wir ja die Missionen machen, um den Indoraptor freischalten zu können. Das heißt, ja, da müssen wir dann natürlich entsprechend uns drauf vorbereiten jetzt hier. Das ist so ein bisschen das Ziel, weil alle schreiben immer, mach mal einen Indoraptor, mach mal einen Indoraptor. Das ist gar nicht so einfach, den muss man erst freischalten. Der ist quasi die letzte Freischaltung auf Isla Sorna. Deswegen dauert das auch so ein bisschen. Und deswegen muss ich vorher andere Sachen tun. Ja, ich schnipse nicht einfach mal mit den Fingern und habe einen Indoraptor in dem Spiel. Das funktioniert so nicht. Man muss vorher sich quasi durch den Rest des Spiels so ein bisschen erstmal durchfreischalten, bevor das funktioniert. Beim Indominus Rex war es ja auch schon ähnlich. Das ist ja genauso eigentlich. So, der Cerato ist am Fressen. Nahrung hat er, jetzt muss er nur noch trinken. Dann kriegen wir gleich den Metriacanto noch. Und der muss dann wieder geheilt werden. Genau, trink mal, komm. Geh mal trinken, los. Geh trinken, geh trinken. Auftrag abgeschlossen, mehr Gäste, sehr gut. Und ich dachte, dass ich hier die einzige kompetente Person wäre. Okay, das Sabotagerisiko ist schon mal niedrig bei allen Fraktionen. Bei allen Abteilungen, das ist gut. So kann das gerne bleiben, denn eine Sabotage bei so einer Mission, die willst du nicht haben. Das kann einem ziemlich alles zerschießen. Los, trink. Trink. Hey, versucht er seinem Kollegen hier den Schwanz zu kneifen hier, oder was? Jawohl, er säuft. Sauf. Metriacanthosaurus, genau. Wollen wir transportieren, sauber. Schick mal den gleich erstmal hier hin. Genau, und der ist krank. Das heißt, ich schicke jetzt hier direkt die Ranger rein ins Gehege. Damit die direkt schon vor Ort sind, damit wir die dann direkt übernehmen können und dann direkt den Metriacanthosaurus heilen können, wenn er ankommt. Geht das Eis ein bisschen schneller. Wunderschön. Und da ist er schon. Da kommt er schon. Kommt da angeflogen. Kann man den eigentlich jetzt von hier unten schon beschießen? Wartet mal. Fahrzeug lenken. Das will ich jetzt mal... Ah, nee, das geht nicht. Man kann nicht so hoch schießen. Also man kann nicht so hoch mit dem Sucher gehen. Aber da kommt er schon. Vielleicht kann ich ihn von hier jetzt treffen, wenn ich... Ich muss mal gucken, welche Flugbahn der Pfeil hat. Ja, ich habe ihn getroffen. Haha. Während er noch in der Luft ist. Hoffentlich verhöre das jetzt nicht irgendwelche Bugs. Ich habe ihn quasi geheilt, fast noch bevor er den Boden berührt hat. Nicht schlecht. So eine halbe Sekunde bevor er den Boden berührt hat, habe ich ihn geheilt. Coole Wurst auf jeden Fall. Coole Wurst. Das ist nice. So, der muss jetzt auch wieder fressen und trinken. Und dann haben wir die Mission, glaube ich, abgeschlossen. Dann war es das schon wieder mit der Mission. Ein Metriacanthosaurus mit Härte der Zähne-Modifikation. Da muss ich jetzt nochmal gucken, brauchte ich den Metriacanto eigentlich auch als Teil der Forschungsmission? Ja. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal nicht. Dann hole ich jetzt erstmal noch Fossilien. Würde ich sagen. Und dann analysieren wir auch nochmal Fossilien. Okay, das können wir verkaufen. Das können wir extrahieren, verkaufen, extrahieren, verkaufen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ja. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, welche Dinos brauche ich jetzt nochmal für die Wissenschaftsmission?
Deinonychus, Mitriacanthosaurus, Chasmosaurus und Gallimimus. Ist Chasmosaurus schon auf 100% eigentlich? Chasmosaurus war der hier. Ja, fast. Ich glaube, der ist gleich auf 100. So, der Mitriacantho muss jetzt noch trinken. Und dann ist die Mission abgeschlossen. Dann können wir die Forschungsmission annehmen. Los, sauf. Sauf. Was? Trink. Komm schon. Tu es. Los. Du weißt, du willst es auch. Jawohl. Neues vollständiges Genom. Vollständiges, genau. Neues vollständiges Genom. Majungasaurus. Eingehende Übertragung. Jawohl. Mission Feldtest abgeschlossen. 2,5 Millionen Bonus. Giganotosaurus ist jetzt verfügbar. Sauber. Gut. Das können wir abhaken. Job erledigt. Sie haben das halbwegs gut gemacht. Oh ja. Worum ging es hierbei? Ich habe gerade einen interessanten Bericht gelesen. Offenbar haben einige Dinosaurier seltsam unnatürliche Verletzungen. Wissen Sie zufällig was darüber? Ich weiß gar nichts. Boah, wie er die Ziege gekillt hat, habt ihr das gesehen? Voll raufgestürzt. Toter Dinosaurier, das kann nur ein Diplo sein. Einer von den 100-Jährigen. Oder? Nee, es ist ein Gallimimus. Egal, die werden eh gleich ersetzt. Denn, meine lieben Freunde, wir werden jetzt direkt und ohne Umweg werden wir jetzt hier die Forschungsmission annehmen. Also, Forschungsmission. Mit einem Genom von 85% ausbrüten und freilassen. Metriacanthosaurus, Deinonychus, Chasmosaurus, Gallimimus. Mission starten. Großartig. Wie Sie wissen, gliedern sich unsere Exemplare in Pflanzen- und Fleischfresser. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Pflanzenfresser sind eher sanftmütig und passiv. Nein. Die Fleischfresser eher nicht. Unser Ziel ist, sie in verschiedenen Gehegen zu isolieren. Härte der Zähne muss er haben. Zuerst müssen wir neue Dinosaurier ausbrüten, um sie dann aufzuteilen. Klar sollte es einfach sein, sie auseinanderzuhalten. Tipp. Diejenigen, die einem die Hand abbeißen wollen, sind keine Veganer. Sehr gut, Ian. Sehr gut. Gut, dass wir das mal geklärt haben. So, wir müssen Deinonychus auch ausbrüten. Die sind leider immer ein bisschen schwierig. Die schlagen nämlich immer sehr häufig fehl, wenn man sie ausbrütet. Deswegen müssen wir da mal gucken. Metriacanthosaurus, Deinonychus, Chasmosaurus und Gallimimus. Vollständiges Genom. Metriacanthosaurus. Wunderbar. Okay, dann machen wir jetzt erstmal. Versuchen wir jetzt erstmal die Gallis. Die sind am einfachsten. Ausbrüten und ausbrüten. Die gehen auch am schnellsten. Danach Chasmosaurus zweimal. Wobei wir den, glaube ich, auch noch modifizieren müssen. Und den Deinonychus, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wo ich den halte. Am besten beim Rex mit drin. Der braucht aber auf jeden Fall auch noch mindestens einen Artgenossen. Das ist auch so eine Sache beim Deinonychus. Da reicht ein Tier halt nicht aus. Ein Tier wird immer ausrasten. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein an dieser Stelle. So, jetzt muss ich mal gucken. Gallimimus ist bei 46%. Das geht relativ schnell. Ein Junges war zu schwach und ist gestorben. Oh, ein Gallimimus ist nichts geworden. Das ist natürlich tragisch. Können wir den nochmal weiter modifizieren eigentlich? Ne, der ist schon maximal modifiziert. Hat aber auch eine Wahrscheinlichkeit von 87%. Also, dass der fehlschlägt, ist eigentlich ziemlich selten. So, insgesamt. Aber passiert halt auch mal, ne? Beim Deinonychus ist es sogar eher wahrscheinlich, dass er fehlschlägt. Der hat nämlich nur eine 65%ige Wahrscheinlichkeit. Toter Dinosaurier! Na, wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Ein Gallimimus. Das sind halt die ersten Tiere, die wir hatten. Das ist klar, dass die sterben jetzt. Der ist, glaube ich, auch an Altersschwäche gestorben, oder? Ja, Altersschwäche. Und der ist 147 Jahre alt geworden. Ein Gallimimus kann freigelassen werden. Okay, wir haben Nummer 1. Dann haben wir gleich noch Nummer 2. Nummer 3 wird dann gleich gebrütet. So, ausbrüten. Genau. Produkt wird transportiert.
So, mal gucken. Die brauchen hier auf jeden Fall noch ein bisschen, bevor die soweit sind. So, dann darf halt, wie gesagt, nur kein Sturm kommen. Oder so, der dann die Viecher rauslässt. Ich glaube, eine Voraussetzung dafür, dass die Mission erfolgreich abgeschlossen wird, ist, dass die Tiere nicht entkommen. Die müssen dann irgendwie 3 Minuten oder so sicher aufbewahrt werden. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eher der Knackpunkt an dieser Mission, wo es dann am ehesten noch fehlschlägt. So, Freilassung. Das ist jetzt der zweite, das ist der dritte, dann noch der vierte. Den werfen wir direkt noch an. Wie er in den Para reinläuft beim Freilassen hier. Ausbrüten! Benutzen Sie dieses ACU-Transport? Nee, Apatosaurus will ich nicht verkaufen. Den will ich gerne behalten, tatsächlich. Es wäre irgendwie ein bisschen sinnlos, die zu verkaufen. So, Deinonychus lassen wir erstmal noch drin. Wir lassen erstmal nur den Metriacanthosaurus raus, weil der hat schon einen Artgenossen. Ich glaube, 2 Metriacanthosaurier vertragen sich auch relativ gut im Gehege. Beim Deinonychus müssen wir dafür sorgen, dass er vorher noch einen Kollegen bekommt. Weil sonst, ne? Könnte es sein, dass die ausrasten. Ich glaube, der braucht sogar mindestens 3 Kollegen, der Deinonychus. Da reichen, glaube ich, 2 gar nicht aus. Müssen wir dann auf jeden Fall schnell noch welche nachlegen. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Sauber. Dann können wir uns hier dann auch schon mal um den Chasmosaurus kümmern, den ersten. Müssen wir nochmal schauen. Ich glaube, Chasmosaurus hat so ein bisschen so diverse Anforderungen an den Bestand. Der darf, glaube ich, nicht zu hoch sein. Chasmosaurus, 98%. Ja, den haben wir noch gar nicht aufgewertet. Guckt mal. Besonders effizientes Blut. Gehirnalterung. Immunreaktionen. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Dann machen wir hier mal schneller Stoffwechsel. Stärke des Herzens. Genau, und das war's. Mehr geht hier erstmal noch nicht. Ausbrüten. Dann lassen wir den Gallimimus frei und werfen hier direkt noch den nächsten Prozess vom Chasmosaurus an. Der hat jetzt auch eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass es gut geht. Gar nicht schlecht. So. Noch ein Chasmosaurus. Haben wir den überhaupt schon mal gehabt irgendwo? Den Chasmosaurus? Ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern. So, Metriacanthosaurus wird freigelassen. ACU-Unit darf ihn betäuben. Und wir müssen direkt dann noch den zweiten Deinonychus anwerfen. Auftrag abgeschlossen. Das ist jetzt nur der Auftrag mit dem gehärteten Zähne im Metriacanthosaurus. Jetzt ist noch nicht die Mission. Die Mission, da fehlt hier noch der Deinonychus, damit die abgeschlossen werden kann. Und die 2 Chasmosaurier. Das heißt, wir müssen hier nochmal kurz warten, bis die Chasmosaurier soweit sind. Beim Chasmosaurus weiß ich halt jetzt gar nicht, was der so für Voraussetzungen hat. Also so... Ich kann es grob abschätzen anhand der anderen ähnlichen Dinosaurier. Holen wir uns doch gleich nochmal ein paar Chasmosaurus-Fossilien. Können wir den auf 100% noch bringen? Der hat 98%. Genau, Deinonychus. Was? Ah, Chasmosaurus ist nicht geschlüpft. Das zieht's doch wieder hier in die Länge, die Geschichte. Verdammt. Verdammt, verdammt. Das zieht's doch in die Länge. Beim Deinonychus ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass er nichts wird. Und wer nichts wird, wird wird. Apropos, können wir eigentlich nochmal irgendwie noch Verkaufsstände oder so bauen? Eine Spielhalle haben wir noch gar nicht, ne? Ah ne, doch, da unten. Kann man hier überhaupt noch irgendwas aufbauen? Ist hier überhaupt noch Platz für irgendwas? Ich weiß nicht, hier könnte noch Platz sein, wenn wir hier die Straße wegmachen. Kann ich denn die Straße hier lang führen? Ja, wartet mal, das geht. Dann machen wir das nämlich so.
Und so. Und dann löschen wir nämlich hier diese komische Verbindungsstraße. Die löschen wir weg. Dann können wir hier vielleicht nochmal ein paar Gebäude aufbauen. Wo war jetzt die Spielhalle? Da unten. Dann bauen wir hier jetzt noch eine auf. Okay, da ist der Platz ein bisschen eng. Klappt das überhaupt da? Was war das? Gehen Sie zu den Fossilien? Ah ja. Chasmosaur. Nee. Pentaceratops ist das. Okay. Hat das wohl. Hat er wohl keinen Chasmosaurus gefunden? Müssen wir uns nochmal dahin schicken, das Team. Chasmosaurus wird gebraucht. So, hier läuft's durch. Wie geht's dem Deinonychus? Muss ich immer ab und zu mal einen Blick hinwerfen. Ja, das läuft auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm schon, das muss doch gehen, dass wir hier an die Ecke noch irgendwie was hinbauen. Wartet mal, wenn wir hier nochmal die Straße weglöschen und dann sagen... Wenn wir dann einfach hier durchgehen mit der Straße und einfach hier dran vorbei. Verbaut. So, und wenn wir dann den Schniepel hier noch weglöschen. Vielleicht kriegen wir dann hier noch was hingebaut. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Verdammt, das ist aber auch echt eng hier, ne? An der Stelle. Was? Moment. Ne, es ist nicht der Chasmosaurus. Ist es der Deinonychus? Kann ja nur der Deinonychus sein, ne? Nee. Es war der eine Chasmosaurus. Aber der Deinonychus hier ist auch gleich was geworden. Okay, dann lassen wir den jetzt schon mal frei. Holen die ACU-Unit. Und den anderen lassen wir auch frei. Aufgabe hinzufügen. Und die schicken wir dann beide rüber zum Rex. Ich hoffe, das geht gut. Das sieht schon mal gut aus. Transportieren. Hat das jetzt geklappt? Nee. Halt, Moment. ACU, ACU, ACU. Bestätigt. Ihr müsst den auch noch betäuben, bitte. Danke. Genau, betäubt ihn. Sauber. Okay, nice. Die kommen jetzt beide darüber. Wir machen sicherheitshalber gleich nochmal zwei. Deinonychus und Deinonychus. Und jetzt schnell noch die Chasmosaurier rauslassen. Nice. Okay. Wir haben sie alle beieinander, die wir brauchen. Und da ist der Chasmosaurus. Den können wir uns auch mal angucken. Der ist, glaube ich, nämlich relativ neu. Den hatten wir vorher noch nicht gehabt. Leider ist es hier wieder sehr dunkel auf dieser verdammten Insel. Man sieht sie wieder gar nicht so gut. Wunderbar. Wow, Bestand. Alter Verwalter, ey. Guckt euch das mal an. Die haben ja überhaupt keine Toleranz, was das angeht. Okay, wartet mal. Dann müssen wir mal schnell die ACU rufen und beide Exemplare betäuben. Dann machen wir dasselbe hier drüben und betäuben mal alle Dracorexe, die hier in dem Gehege noch drin sind und verkaufen die mal. Und machen in dem Gehege hier ordentlich Platz. Jede Dino-Spezies, die wir großziehen, hat ihre eigenen Bedürfnisse. Stellen Sie sicher, dass wir hier nur zwei unseren Standards entspricht. Wir haben hier vier, guckt mal. Das ist eine unserer größten Herausforderungen. Diese Tiere wissen, dass ihr Gegenstück existiert. So. Trotz der räumlichen Trennung. Ne. Raubtier und Beute. Eines lebt in Frustration, das andere in Angst. Ne, okay. Das ist ein sprichwörtliches Pulverfass. Sehr gut. Aber schön, dass die es noch wissen. Transport abgeschlossen. Produkt transportiert. So, wie geht's denen hier? Ja, die brauchen auf jeden Fall noch Artgenossen, so viel ist sicher. Sonst werden sie ziemlich bald ausrasten. Sozial sieht aber eigentlich jetzt erstmal schon, ja, fast gut aus. Wir brauchen noch einen Artgenossen von denen. Und dann läuft das.
So, Chasmosaurus muss auf jeden Fall in dieses Gehege hier. Sonst kriegen wir hier ein Problem. Wo ist der andere? Wo ist der zweite jetzt wieder hin? Ah, das ist immer so ätzend, Ah, da hinten liegt er, okay. Wenn man die dann so nicht sehen kann. Aber da habt ihr mir auch schon gesagt, da soll ich dann stattdessen lieber einfach in die Übersichtsmap reingehen. Hallo? Ah, da ist er. So, dann rein mit dir. Und dann müssen wir die Dracorexe verkaufen. Sonst, glaube ich, passt das auch wieder nicht mit dem Wohlbefinden. Stellen Sie sicher, dass alle Fleischfresser zusammen untergebracht sind. Stellen Sie sicher, dass alle Pflanzenfresser zusammen untergebracht sind. Stellen Sie sicher, dass Fleischfresser und Pflanzenfresser getrennt untergebracht sind. Stellen Sie sicher, dass jeder Dinosaurier in einem sicheren Gehege untergebracht ist. Wie alle Fleischfresser zusammen untergebracht? In einem Gehege oder was? Hä? Soll ich jetzt den Metriacanto mit da in das Gehege, wo der T-Rex drin ist, mit reinpacken? Das wird doch nichts. Wie soll denn das was werden? Also, in welcher Welt funktioniert das bitte? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Das funktioniert doch nicht. Das kann gar nicht funktionieren. So, wo sind jetzt die Dracorexe hier noch? Da ist einer. Genau. Und da ist noch einer. Ja, verkaufen bitte, danke. Einer müsste hier noch irgendwo sein eigentlich. Moment, da müssen wir mal schauen. Ne, zwei Stück sind betäubt. Und der da wird gerade abtransportiert, okay. Sehr gut. Und wie sieht's aus? Wie geht's denen jetzt? Verhindern sie 10 Minuten lang Stromausfälle? Ja, das kriegen wir hin. Diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch für ein weiteres Tier sorgen. Boah, ist ganz schön anstrengend, ey. Meine Fresse hier. Also so an sich. So, Moment. ACU-Hubschrauber darf diese Tiere hier betäuben. Stellen Sie sicher, dass jeder Dinosaurier in einem sicheren Gehege untergebracht bleibt. Toter Dinosaurier, okay. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Wir brauchen noch mehr Chasmosaurier. Also den und den. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Pachis vielleicht verkaufen. Oder die Sinoceratopse. Genau, die müssen wir betäuben und verkaufen. Es geht leider nicht anders. Ah nee, warte mal, den nicht. Damit wir Platz für den Chasmosaurus haben. So, dann müssen wir den Deinonychus hier rüberbringen. Hoffentlich rasten die noch nicht aus. Sind die noch im Toleranzbereich? Ja, sind sie noch. Ganz knapp. Okay, stellen Sie sicher, dass Pflanzenfresser und Fleischfresser getrennt untergebracht sind. Stellen Sie sicher, dass jeder Dinosaurier in einem sicheren Gehege ist. Stellen Sie sicher, dass alle Pflanzenfresser zusammen untergebracht sind. Das verstehe ich nicht, diese Regel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist vollkommen sinnlos. Weil die Chasmosaurier, die haben so einen engen Anforderung an den Bestand, wenn ich jetzt die Gehege hier öffnen würde, sodass die alle gemeinsam in einem sind, dann würde das gar nicht funktionieren. Die würden total ausrasten. Also, macht überhaupt keinen Sinn. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich denn diesen Blödsinn ausgedacht? So, naja, egal. Auf jeden Fall müssen wir Tiere wegschaffen. So, Sinoceratops wird verkauft. Wo auch immer die anderen sind. Mal gucken. Ah ja, da vorne ist einer. Die werden wahrscheinlich auch eh gestorben. Die haben wir nämlich noch relativ am Anfang, als wir hier auf Isla Pena angefangen haben, gezüchtet. Und mal gucken, haben wir noch einen Betäubten? Da ist noch einer, der betäubt ist. So, verkaufen. Dann ersetzen wir die jetzt einfach durch den Chasmosaurus. Geht nicht anders jetzt. Okay, der wird transportiert.
Chasmosaurus da, der ist wissen. Ja, toll, wie das hier wieder nichts geworden ist. Ausbrüten. Haben wir jetzt noch Fossilien vom Chasmo? So, mal gucken. Nee, natürlich nicht. Die letzten 2% sind immer die schwersten. Bei diesen Fossilien. Dann schicken wir die Expeditionisten nochmal los. Genau, Chasmosaurus gibt's da. Sehr gut. Irgendwas macht hier Pock. Oder? Ja, irgendwo hier. Wo? Wo denn? Wo ist das? Wo ist das? Wer ist das? Wer macht denn hier Pock? Wo denn? Hä? Ich seh's nicht. Wo ist es? Wo bricht denn hier? Ach, das ist der Deinonychus. Hallo, betäubt den doch mal. Oh Gott, ich muss es wieder selber machen. Ich sehe schon. Wird schon wieder nichts. So. Drehen wir mal so ein bisschen. Stillhalten. Jawohl, getroffen. So macht man das. Aha. Nice. So, abtransportieren bitte. Rüber ins richtige Gehege. Und wir haben eine Krankheit. Wo ist hier ein Tier krank? Hier. Einer der Gullies ist krank. Können wir in dem Gehege hier gleich nochmal die Futterstationen auffüllen? Okay. Okay, der Chasmosaurus ist gleich was geworden. Da müssen wir uns auch schon wieder beeilen, ey. Das wird ganz schön knapp. Also diese Mission ist echt die schwerste auf dieser Insel. Kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das ist nicht ohne, meine lieben Freunde. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ist jetzt auch erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die hier an der Stelle verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir dann diese Mission hoffentlich erfolgreich abgeschlossen kriegen. Bis zur nächsten Folge Jurassic World Evolution. Bis dann, ciao, ciao. Die historische Natur ist nicht einfach, aber sie machen den Job richtig gut.